Dominik, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. War das so ein absolut richtungsweisendes Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, das man heute gewinnen musste? Ja, ist schon immer wichtig, dass man die Gegner gerade, Freiburg dürfen wir halt nicht unterschätzen, haben wir auch, denke ich, nicht gemacht. Und es war wichtig, dass wir heute die 3 Punkte eingefahren haben, um ja einfach Abstand zu den unteren Rängen zu halten. Und ich denke mal, mit den 12 Punkten stehen wir jetzt auch gut da. Absolut, gerade zu Hause jetzt nach den letzten 2 Spielen, die wir unglücklich verloren haben, war uns auf jeden Fall bewusst, dass wir unbedingt die 3 Punkte holen müssen. Und das haben wir getan, wir haben unsere Pflicht erfüllt. Und gerade gegen den Mitkonkurrenten, wie du schon sagst, macht es natürlich doppelt Spaß zu gewinnen. Ja klar, wir wussten, was vorher auf dem Spiel stand. Die Tabelle hat natürlich gezeigt, dass es absolut ein wichtiges Spiel ist für uns, um mit dem Sieg einen gewissen Abstand zu kriegen nach die untere Positionen in die Tabelle. Und dafür war es natürlich ganz wichtig, dass wir heute 3 Punkte geholt haben, 2-0. Ich denke, im Großen und Ganzen gutes Spiel, viele Torchancen, auch verdiente Sieger. Es war ein hochverdienter Sieg, ihr wart in allen Belangen besser. Hätte auch 4-5-0 ausgehen können, wenn man die Chancen alle genutzt hätte. Ja, hätte sein können, aber ich wäre auch damit zufrieden, wenn wir einen Sack früher zugemacht hätten und ein bisschen ruhiger die letzten Minuten angegangen wären, wäre ich auch glücklich darüber. Aber wie gesagt, trotz allem haben wir ein gutes Spiel gemacht, verdient gewonnen und das ist das Wichtigste. Ja, ich denke mal, wenn man die erste Halbzeit sieht, dann hatten wir ja 3-4 gute Chancen gehabt, wo Dani auch gegen die Latte schießt oder Eswein daneben schießt. Also hatten dann schon die Möglichkeiten, um ja, das 1-0 auszubauen. Leider ist es nicht geglückt, aber ja, ich denke mal, durch 2-0 von Halle haben wir uns dann ja, das Spiel leichter gemacht. Absolut, also gerade ich hätte das Spiel früher beruhigen können. Wenn wir früher das zweite, dritte Tor machen, können wir noch beruhigter spielen. Und so wurde es am Ende, zwischen der, denke ich mal, 50. und 70. Minute nochmal ein bisschen spannend. Und, aber im Endeffekt war der Sieg für uns verdient. Du hast damit dazu beigetragen mit dem 1-0 per Elfmeter. Wirst langsam ein bisschen zum Elfmeterkiller. 5 in der Bundesliga, 5-mal angetreten, 5 verwandelt. Ja, bis jetzt läuft es gut, muss ich sagen. Ich hoffe, es so weiter zu beibehalten. Wie gesagt, ich fühle mich da gut, vom Elfmeter zu schießen und bis jetzt hat es immer geklappt. Der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, der Blick geht als FC Augsburg immer erstmal Richtung Tabellenkeller nach unten. Da sind jetzt 6 Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Ist ein ordentliches Polster, mit dem man zwischendurch zufrieden sein kann. Ja, zufrieden können wir erst Ende der Saison sein, wenn wir unsere Ziele erreicht haben. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Man darf nicht vergessen, von den letzten 8-9 Spielen hatten wir davon 5 auswärts und trotz allem stehen wir gut da und wenn wir so weitermachen, werden wir unsere Ziele erreichen und das ist in Anführungsstrichen zufriedenstellend. Ja, da müssen wir halt drauf aufbauen und jetzt versuchen gegen Schalke unsere beste Leistung abzurufen und ja, ich denke mal, wenn wir uns kompakt und gut anstellen, dann ist da auch was drin. Ja, ist ein ordentliches Polster, aber wir dürfen es auf jeden Fall nicht ausruhen. Wir haben nächste Woche schon wieder ein sehr schweres Spiel in Schalke und Fußball ist ein Tagesgeschäft. Wir müssen einfach da versuchen, auch alles wieder in die Waagschale zu werfen und dann wieder endlich auswärts was mitzunehmen. So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen den SC Freiburg. Grüße ja alle anwesenden Medienvertreter, die Gäste vom SC Freiburg und alle Fans draußen im Stadion, im Fanzelt und im LEW Business Club. Und natürlich hier vorne die beiden Trainer. Christian Streich zu meiner Rechten und unser Trainer Markus Weinzierl. Herr Streich, darf ich Sie um Ihren Kommentar zum Spiel bitten? Tja, es war okay zu Beginn und dann kommt der Elfmeter. Und dann haben wir schlecht Fußball gespielt. Kein Rhythmus. Bemüht, kann man sagen, aber keine Passgenauigkeit, keine Abstimmung der Laufwege. Und deshalb hat Augsburg heute einfach gegen uns gewonnen, weil wir nicht in der Lage waren, einzelne Spieler nicht in der Lage waren, eine ordentliche Leistung abzurufen. Und deshalb haben wir verdient verloren, weil wir in allen Belangen Augsburg unterlegen waren. Dankeschön. Dankeschön, Herr Streich. Markus, dein Fazit. Ja, ich habe heute ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen. Ich habe auch einen hochverdienten Sieg gesehen. Wir haben heute
den Plan gehabt, sehr mutig offensiv in das Spiel reinzugehen, haben auch dementsprechend aufgestellt, um früh 1-0 in Führung zu gehen, weil wir wussten, ja, dass der Gegner schon lange nicht mehr gewonnen hat und wir natürlich mit einem frühen Tor das Ganze für uns da bereiten können. Und ob es dann aus dem Elfmeter ist oder aus dem Spiel, ist zweitrangig, aber wir haben das frühe Tor geschossen nach diesem Elfmeter und das hat uns natürlich auch psychologisch sehr, sehr gut getan. Danach war es einfacher für uns, Fußball zu spielen. Ich hätte mir gewünscht, und die Chancen dazu waren da, dass wir vor der Halbzeit vielleicht noch das zweite machen von Dani Bayer. War sensationeller, super Konter, den wir da ausgespielt haben, den er leider nur an die Unterkante der Latte setzt. Und in der zweiten Hälfte, ja, ist dann klar, wenn es nur 1-0 steht und der Gegner dann natürlich Qualität auch hat und wird es immer, kann es immer noch mal eng werden, aber dementsprechend wichtig war das zweite, wo Alexander Eswein im Konter sehr, sehr gut vorbereitet und Halil Altintop, der ein gutes Spiel gemacht hat, sich belohnt hat und uns belohnt hat mit dem 2-0. Und das war dann eigentlich die Vorentscheidung und war auch im Großen und Ganzen hochverdient. Danke. Danke, Markus. Gibt es Fragen? Dann bitte kurzes Handzeichen. Da kommt das Mikro. Herr Streich, Sie haben ja in Freiburg auch schon einige Herausforderungen bewältigen müssen. Wie groß ist die aktuelle? Und vielleicht die Anschlussfrage, Mittwoch kommt jetzt ein Pokalspiel. Ist das etwas Gutes, weil man einen anderen Wettbewerb hat? Oder eher in dieser Situation nicht so schön? Ja, grundsätzlich ist so schnell wie möglich wieder spielen. Und dass wir zeigen können, dass wir anders spielen können. Von dem her ist es okay, dass wir wieder spielen. Herausforderungen hatten wir schon ein paar, ja. Jetzt haben wir die nächste. Haben Sie recht. Werden wir sehen, was passiert. Weitere Fragen? Nicht? Dann herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ihnen allen noch einen schönen Abend und unseren Gästen eine gute Heimfahrt.